Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Samstag, ein paar Tage nach Ashs Geburtstag und heute kommen ja die Kinder. Wir wollen hier ein bisschen feiern und in der Zwischenzeit ist hier auch noch ein Paket angekommen. Da ist ja auch Ash. Hast du schon dein Geschenk gesehen, was da wohl drin sein könnte? Weißt du, was da drin ist? Nee. Was habt ihr vor jetzt? Gummy Worms. Mama kommt auch hier. Ja, wir wollen jetzt kurz was aufnehmen. Das bedeutet, es gibt wieder Leckeres zu essen hier. Oder eben auch nicht. Hey, wo willst du denn hin? Wir wollen was aufnehmen. Chrissy, bist du mit dabei? Ja, ich serviere. Oh, gute Idee. Also, Chrissy ist mit dabei. Und hier laufen schon die Vorbereitungen. Oh, sieht das alles gut aus hier. Und hier geht's gleich los. Ja, Ash, der macht hier wieder Späße mit diesen Kuppeln, ne? Und jetzt muss ich das noch mal kurz zeigen. Das sieht so lecker aus. Darf ich das nicht zeigen? Halt. Das ist für mich. Ich weiß. Halt, ich will das Torte, einfach kurz abwischen. Torte. Sushi. Sushi. Und Sushi. Pommes. Und Pommes. Und Schaschlik. 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 Und hier haben wir noch mal Post. Ich glaube, da werde ich gleich mal reingucken, Papa, was da drin ist. Papa, ist ein Sauermann. Das ist noch mehr benutzt. Die Kuppeln werden richtig blank gewienert. Ach, nicht so doll, den kann ich mich ja sehen hier. I. Ja, I, dass ich da zu sehen bin oder I, dass ich so. So, und jetzt geht's weiter hier. Einmal ein Thumbnail machen. Sind wir bereit? Ist mir egal. Ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Und da machen wir jetzt mal kurz ein kleines Bild von. Ja, okay. Vielleicht der eine so ein bisschen geekelt, wenn das Krokodil da dran liegt. Und so. Ach so, genau. So, und ich werde jetzt mich mal um meinen Rücken kümmern und die mal hier alleine lassen. Nee, ich bleib hier. Fang mal an. Du bleibst nicht hier. Doch. Nein, wir machen das ohne Tür. Los jetzt. Die Tür geht auch zu. Nichts aus dem Video klauen. Mega Regisseur hier am Start. Geh du mal nach oben. Die Kamera stand schon gut so. Nein, du motzt immer rum. Du bist jetzt nicht da. Ja, du weißt du was? Ich leise Kamera. Ja, das geh weg. Das ist gut. Das ist gut. Ich werde hier voll geärgert, ne? Geht los, Jungs. Ja, geht los. Kann ich einmal kurz bitte darauf gucken? Och, Schnuppi. Ja, ist okay. Also, einmal Kontrolle. Nicht, bleib hier stehen. Du gehst weg. Nein, ich geh nicht weg. Wir wollen keine Zuschauer hier haben. Fang an, 5 Euro Eintritt oder 10. Nee, komm, fang an. Los geht's. Okay, fang an. Anfang. Was ist hier los? Überhaupt an? Jetzt. Ist auf Rack gedrückt. Papa, geh raus! Und dann kannst du mal nochmal den Papa, Monitor nach vorne stellen. Geh jetzt raus! Genau. Scheinbar nicht so einfach, ein Video zu drehen, ne? Das, das kannst du nochmal machen, wenn Mama in der gleichen Zeit so irgendwas Blödes zu mir gesagt hat. Nein. Ne, Schnucki, nochmal von vorne. Wir wären schon seit 20 Jahren fertig gewesen hier. Hallo und herzlich willkommen bei TitterTube. Heute gibt's hier Real Food vs. Gummy Food. Mama, ah ne, heute ist gar nicht Mama dran. Heute haben wir Chrissy. Die ist gerade noch neben der Kamera, jetzt kommt sie kurz rein. Hallo! Sie wird uns heute mal die Sachen geben, denn Mama hat abgelöst, ne? Mama war nicht gut genug, oder wie? Nein, also, sie hilft mir einfach. Mama ist auch hier, Papa auch noch, also mal volle. Die ganze Besetzung ist da. Ganze Familie hier. Und wir fangen auch direkt an mit den ganzen Sachen. Ich weiß nicht, was alles kommen wird, aber Chrissy, du kannst jetzt mal die Sachen hier nehmen. Aus dem Weg, bitte schon. Okay. Eigentlich sitzen wir hier nur und probieren das, ne, Ash? Da müssen wir jetzt nicht die ganzen Sachen da auflegen. Genau, mal tief. Ah, Mama leistet Unterstützung, aber. So, und ich gehe jetzt wirklich mal nach oben, werde mich hier mal um meinen Rücken kümmern. Diese Übung soll jetzt besonders gut sein bei Ischias, dass man seine Zehenspitzen berührt. Also, an die Zehenspitzen komme ich noch ran. Und jetzt gucken, ob ich wieder hochkomme. Es geht. Irgendwie habe ich keine Lust mehr dazu. Ich weiß nicht, wenn irgendjemand von den älteren Leuten hier schon mal Ischias hatte, könnt ihr mir mal ein paar Tipps geben, was man da machen kann. Also, wir haben jetzt Samstag, da ist auch der Arzt nicht auf. Ansonsten weiß ich, zum Arzt gehen. Geht aber jetzt nicht. Und im Internet standen halt so ein paar Übungen. Aber irgendwie. Ich muss jetzt erstmal versuchen, wieder hochzukommen. Oh. Man ist ja wie so ein Käfer, ne? Auf dem Rücken. Scheiße. 50. Kurz davor. Das Ende ist nah. Muss doch möglich sein, hochzukommen. Und so geht. Nee. Schande. Ja, so ähnlich war das in der Badewanne heute Morgen auch. Egal in welche Richtung man sich bewegt, es tut alles weh. Ne? Ich versuche das ja noch so ein bisschen mit Witz irgendwie wegzustecken und lache darüber. Es ist überhaupt nicht witzig. Auch nicht zum Lachen. So, komme ich jetzt so? Oh. Ah. Scheibenkleister.
Okay, mal ein paar Schritte gehen. Man soll sich ja bewegen bei Ischias. Nicht ganz einfach, wenn das weh tut. Schön, wenn der Schmerz nachlässt. So, ich bin jetzt hier ein paar Mal hin und her gelaufen und mittlerweile geht's wieder so einigermaßen. Gestern Abend, da war noch alles in Ordnung, ne? Da sind wir beim Chinesen gewesen und anschließend waren wir dann noch bei den Welpen, bei Chrissy. Ich füge da mal ein bisschen was an, ich habe da ein bisschen was aufgenommen. Wie ist denn da? Teddybär bleibt an. Scoop hinterher. So ein Gewusel hier, ne? Ja, auch so süß. Ey, nicht streiten. Und sind die Kleinen nicht niedlich? Und wenn ich überlege, diese Bella, die Mutti, die hat mich ja früher immer angebellt. Ne? Und dann habe ich hier irgendwann, habe ich ja gesagt, wollte mich da einschleimen bei ihr, habe ich auch geschafft. Ich habe ihr ein paar Leckerlis gegeben und jetzt kommt sie mir bei mir an und will, sie springt schon an mir hoch, ne? Und will Leckerlis haben, lässt sich sogar streicheln. War vorher nicht dran zu denken, die hat mich nur angeknurrt. Und gerade eben habe ich irgendwas gehört, was immer noch im Keller passiert. Ich gehe mal gucken. Was hier passiert? Ich habe gehört, hier ist irgendwas. Nein, ich stehe auch noch da drin. Was ist das denn? Das ist die Wasser. Was ist das? Wo kommt denn? Wasser! Wieso habt ihr hier Zelta? Ich denke, ihr macht Fruchtgummi, wird es irgendwas. Machen wir auch. Hatten wir auch eigentlich ursprünglich gedacht, dass die Jungs wieder angefangen haben, mit der Zelta zu spielen. Okay. Mann. Hier ist alles nass. Das erste Video ist fertig und jetzt kommt hier das Video. Verspätetes Geschenk für Ash. Bloß Ash versteckt sich erstmal dahinter, ne? Und Max will das jetzt hier aufnehmen. Und das ist gar nicht so leicht, wenn der nicht mitmacht, ne, Jung? Hey, ich mach das von hier. Ich hab voll alles gut drauf. Luftballons, Geschenk. Nur der Junge fehlt. Hast du gleich ein paar mehr Fotos gemacht? Ja, soll auch ein Einzel dabei sein. Machen wir irgendwas? Hör höher. 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 Ich habe immer eine scharfe Ansage hier, ne? Was? Höher. Alles klar, Max? Das Spaß. Kann ich jetzt aufpacken? Und 25 Minuten später, ach ne, 25 gibt es das überhaupt? Und 10 Minuten später. Ich sehe dich. Ich würde sagen, Mäuschen, jetzt kannst du dein Geschenk auspacken. Okay. Nein. Stopp, was ist los? Mama, also die hat mir gesagt, ich soll hier aufnehmen. Ich bin Kameramann und ich kann nicht Kameramann sein, wenn ich die aufnehme. Dann lass es, warte. Mach deinen Job mal gut. Was nicht, sollst du Hallo sagen? So. Ja, hallo, jetzt Tipptopp-Typ und so. Wie wir es immer machen, ne? Fangen wir an. Nee, ich filme hier für mich. Los. Wir kommen jetzt mit den Videos drücken an, da irgendwie. Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Chris ist hier. Ash ist da. Und was ist das hier vorne? Ja, diesen Geschenk, das mach ich jetzt auch. Papa auch hier. Ich will mach was. Für meinen Kanal. Adi, guckt alle gerne mal vorbei. Ash, der. Ja, achso. Vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Also, Ash, hier ist der Tisch schon mal vorbereitet für das Essen gleich von den Kindern. Und dann wollten wir eigentlich in die Schwimmhalle. Die Schwimmhalle hat zu. Jetzt gibt es Ersatzprogramm. Es geht einmal ins Kino und danach Pizza essen. Ich glaube, das kommt auch gut an. So, irgendwie ist das mit Rücken alles schwierig. Gerade eben kam hier noch ein bisschen Post. Hier, da liegt sie. Und weil ich das ja, ich wollte mich nicht bücken und das reinnehmen. Deswegen habe ich das mit dem Fuß reingezogen. Und was ist dann passiert? Ich habe die Deko umgehauen. Schnucki, tut mir echt leid. Ist da was kaputt gegangen? Und es sind noch keine Gäste da, ne? Wo sind die? So, dann will ich mal sehen, was da gekommen ist. Jetzt will ich mit Händen, können wir alles auspacken dann. Als erstes mal ist das hier, glaube ich, irgendwas für Halloween. Überraschung, also Halloween. Als nächstes, und das sind ja auch alles keine Geschenke für Ash, sonst könnte Ash aufgehauen, weißt du was? Das ist ganz der zweite Transport. Halloween. Eigentlich, als ich mir gestern die ersten Schmerzen einstecken musste, habe ich mir direkt bei Amazon, das war ja wie bei der Werbung mit der Pferdeklappe, ne, mit diesem kleinen Pferdchen, wer kennt die, weiß ich nicht. Jedenfalls mir Rückenschmerzen, Amazon angeklickt, Rückenwärmer bestellt, heute da. Vielleicht sind die Rückenschmerzen dann gleich weg. Rückenwärmer, Wärmflasche, oh mein Gott, auch geholt. Gleich zwei, damit ich auch allen auf den Bauch legen kann. Und zack, habe ich es angelegt. Da ist mein neuer Nierengürtel oder so, Nierengurt. Hat man eigentlich auch Motorrad noch auf, aber ja, das ist auch irgendwie ein bisschen anders. Das soll mir jetzt ja ein bisschen Halt geben und den Rücken wärmen. Mal sehen, ob das klappt. So, und mittlerweile sind jetzt auch schon ein paar von den Freunden hier. Und weil ich ja nicht weiß, wen ich alles zeigen darf, fange ich mal hier mit dir. Nummer 1, Nummer 2, Mädchen, 3, 4. Wer fehlt denn noch? Nummer 5. Ja. Du hast ein Mädchen zum Geburtstag eingeladen? Das geht doch gar nicht. Man kann doch als Junge nicht ein Mädchen spielen. Schlimm.
Ist überhaupt nicht schlimm, ne? Kein Problem. So, jetzt sind wir zwischenzeitlich mal im Kino gewesen, ne? Haben da was gesehen? Wie hieß denn noch? Das Haus der unheimlichen Uhren oder so? Frei ab 6, glaube ich, nie im Leben. Nein, der war auch knapp. Da mussten wir schon weggucken, ne? Heute hier in der Partners, cool. Und jetzt gibt's noch eine Pizza hier und, ach so, das Haus der unheimlichen Uhren. Das Video gibt's dann bei TipTapTube. Genau. So, und das war's jetzt hier. Wir sind jetzt noch ein bisschen am Toben hier. Kann man das hören? Ich nehme das jetzt mal nicht weiter auf. Die Toben jetzt mal im Elternzimmer. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt mit meinem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.